Hi, hier ist Francis Herdes. Woran erkennst du eigentlich, welche Reinheit das ätherische Öl hat, was du unter der Nase hast? Und woran erkennst du eigentlich, von welcher Firma du am besten ätherische Öle beziehen kannst? Nun, ein Zauberwort habe ich dir schon in der Frage mitgegeben, nämlich das Öl, was du unter der Nase hältst. Und zwar das Erste, was du machen solltest, wenn du ein ätherisches Öl überprüfen möchtest auf seine Reinheit, ist immer der Nase nachgehen. Ich habe hier den Okinawa Shell Ginger, den japanischen Okinawa Muschel-Ingwer. Hier siehst du ihn im Hintergrund auf der Young Living Farm in Japan wachsen. Und das Beste und das Erste, was du machen solltest mit ätherischen Ölen, ist, rieche daran. Und zwar nicht so, wie die meisten das machen, so: ja, das riecht gut, und dann wieder irgendwas anderes, sondern nimm dir 2 bis 3 Minuten Zeit und rieche, rieche so richtig. Du kannst abwechselnd mit den beiden Nasenlöchern riechen, also mal das rechte, mal das linke. Du kannst es auch in die Mitte halten. Speziell der Okinawa Muschel-Ingwer hat so eine sehr feine Energie. Ich spüre beim Riechen dann auch direkt, was macht das Öl mit mir mental? Was hat das für eine gedankliche Wirkung? Was hat das für eine emotionale Wirkung? Was tut es mit dem Energiefeld? Zum Beispiel der Okinawa Muschel-Ingwer, der öffnet so richtig das Energiefeld. Das kannst du beim Riechen gleich mal mit reinspüren. Und auch, was macht es im Körper? Ist es energetisierend? Ist es klärend? Ist es reinigend? Ist es beruhigend? Du kannst hier den Trend dann schon mal riechen. Und dann, worauf du unbedingt achten solltest, ist, wie stark riecht dieses ätherische Öl? Und riecht es wirklich rein, intensiv rein, aber nicht beißend oder stechend? Wenn so ein ätherisches Öl beißend oder stechend riecht, dann ist das oft ein Hinweis darauf, dass da irgendwas gestreckt ist, dass da irgendwelche Zusatzstoffe mit drin sind. Und gehen wir mal zum Muschel-Ingwer selber hier. Also rieche ich 2, 3 Minuten dran. Und also ist es beißend oder stechend? Wie intensiv riecht es? Was tut es auf den verschiedenen Ebenen? Hier geht es noch nicht darum, riecht es gut für dich oder riecht es nicht gut für dich, weil das ist natürlich ein anderes spannendes Thema, dass wenn du reine ätherische Öle hast und dir stinkt ein Öl, dann ist es oft ein Zeichen dafür, dass da bestimmte Themen, die die Pflanze verkörpert, damit in deinem Leben transformiert werden können, genau durch das Verwenden des ätherischen Öls. Also es geht nicht darum, ob das gut riecht oder stinkt. Es geht erstmal nur darum, wie intensiv ist das? Ist es irgendwie beißend oder stechend oder künstlich? Das ist das Erste, was du machen solltest. Also 2 bis 3 Minuten riechen. Und wenn du die Möglichkeit hast, dieselbe Pflanze von verschiedenen Herstellern zu riechen, dann mach das unbedingt, weil ich werde oft gefragt, ist jetzt das Öl von Firma XY oder von Firma YZ besonders gut oder wer ist jetzt Weltmarktführer? Und ich sage immer, der Nase nach, riech mal. Und wenn du zum Beispiel Oregano, Pfefferminze, Limette, so einzelne Öle von verschiedenen Herstellern unter die Nase bekommst, umso besser. Da riechst du dann 2, 3 Minuten dran und auch mal direkt im Vergleich dran. Da hältst du dir Firma 1 unter die Nase, Oregano, Firma 2 unter die Nase. Immer macht das so wie die Hunde. Die laufen ja auch, wenn sie so eine Fährte verfolgen, nicht direkt geradeaus, sondern die gehen immer so zickzack, weil die gehen auf der Duftspur direkt drauf und dann gehen sie wieder weg von der Duftspur, dass sie ihre Nase immer frei haben. Dann gehen sie wieder hin zur Duftspur. Das heißt, du machst eine kurze Pause zwischendrin. Dann riechst du wieder. Also du riechst Öl 1 von Firma 1, machst eine kurze Pause, riechst Öl 2,
Wie riecht das im Vergleich? Wie intensiv? Wie rein? Oder riecht das irgendwie beißend oder stechend? Dann nimmst du es wieder weg, machst eine Pause. Öl 3. Und dann nimmst du am besten dieselbe Pflanze von verschiedenen Herstellern. Natürlich riechen die Ernten ein bisschen anders, aber du wirst merken, da gibt es gewaltige Unterschiede. Und deshalb beschreibe ich meistens nicht die einzelnen Firmen, was Firma XY oder YZ ausmacht, sondern riech einfach mal. 2-3 Minuten. Das Zweite, was du machen solltest, ist, und das wissen die meisten nicht, dass ätherische Öle, wenn sie 100% rein sind, dann sind keine fetten Moleküle da drin. Das heißt, du machst als Zweites, machst du den Papiertest. So wie du das vielleicht früher als Kind gemacht hast oder mit deinen Kindern. Da haben wir ja manchmal so Blätter Papier angemalt und dann mit Sonnenblumenöl oder Küchenöl, fettem Öl überstrichen. Und dann wurde es so durchsichtig und man konnte es an die Fensterscheibe hängen. Und du kannst den Papiertest machen mit ätherischen Ölen. Du tropfst dann Tropfen drauf und erstaunlicherweise braucht das immer eine ganze Weile zum Trocknen. Also gib dem ruhig einen halben Tag oder so. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert, aber je nach Wärme auch. Und dann hältst du es gegen das Licht und dann sollte kein Fettfleck da zu sehen sein. Das ist das Zweite, was du machst. Und dieser Duft, das ist übrigens auch ein Geheimtipp, was ich an mein Team Lebe Duftend immer weitergebe. Wie kannst du den Segen von ätherischen Ölen teilen? Ganz einfach, du gibst so einen Tropfen ätherisches Öl auf eine Papierkarte und schickst duftende Post. Da freuen sich die Menschen so richtig, schickst einen lieben Gruß dazu. Und da siehst du dann auch gleich, wenn das vollständig getrocknet ist, ist kein Fettfleck auf dem Papier. Und das Dritte, was du immer checken solltest bei ätherischen Ölen, wo kommen die eigentlich wirklich her? Und deshalb findest du auch ganz viele Farmvideos von den Farmen, die ich schon besucht habe, für dich aufgenommen, damit du mal so eintauchen kannst in die Energie hier von der Young Living Okinawa Farm. Habe ich speziell einige Videos über die Wirkung des ätherischen Öls gemacht, über die Pflanze an sich und auch ein spezielles Video, wo ich dich mitnehme an die Energie dieses Ortes. Du spürst es wahrscheinlich schon im ganzen Video. Das heißt, als Drittes, checke immer ab, wo kommt das ätherische Öl eigentlich her? Sind das irgendwelche Hochglanzprospekte oder kann man wirklich die Pflanzen besuchen und kann man die Pflanzen auch anfassen? Oder sind die mit Pestiziden überdüngt? Welche Böden werden da verwendet hier in Okinawa zum Beispiel? Und du findest auf meiner Seite lebeduften.de/farmen. Da kannst du dir die verschiedenen Farmen der Welt, zumindest die, die ich bis jetzt besucht habe, die Liste ist dann wachsend, weil mich das immer interessiert, wo kommt die Pflanze her, wie wird sie angebaut, wie wird sie kultiviert. Was für eine Arbeit steckt eigentlich dahinter, dass die Essenz zu uns ins Fläschchen kommt. Und das solltest du immer gucken, wie mit allen Dingen, wo kommt das eigentlich her? Welche Böden werden verwendet und wie wird die Pflanze kultiviert, was wird da verwendet? Wie wird sie geerntet, wie wird sie destilliert, mit welchem Druck, mit welcher Temperatur. Das ist nämlich für jede Pflanze sehr spezifisch. Du kannst dir das so ähnlich vorstellen wie beim Kaffee. Es gibt richtig guten Kaffee, es gibt die Kunst des Kaffeemachens und dann gibt es verbrannten Kaffee oder so Tankstellenkaffee. Und das ist bei ätherischen Ölen ganz genauso. Du kannst ein ätherisches Öl verbrennen beim Destillieren. Es gibt Hersteller, die destillieren das ein zweites, drittes, viertes Mal und dann ist es natürlich nicht so intensiv. Und deshalb, die Frage ist überhaupt, und das gewährleisten nicht alle Firmen, kannst du überhaupt die Farmen und die Felder besuchen? Zum Beispiel, ich habe bisher weltweit auf jeder Young Living Farm, wo ich war, auch außerhalb von offiziellen Farmtagen, die wir in der Gruppe machen oder bei Events machen oder bei den Retreats, da bin ich immer mal wieder so auf die Farm gegangen und die Arbeiter, die haben so ein Strahlen im Gesicht. Jetzt bauen sie gerade vom Event hier von gestern ab, vom Diamond Retreat, vom Leadership Retreat. Und sie sind völlig relaxed, völlig in der Arbeit, zeigen einem dann oft was und freuen sich auch, wenn man kommt, weil sie genau wissen, diese Arbeit auf den Farmen, die wird dadurch möglich, dass wir den Segen der Öle teilen. Also check das immer ab. Wie kannst du die Farmen besuchen? Gibt es überhaupt Farmen? Oder wird das ätherische Öl synthetisch im
Labor hergestellt. Und dann hast du schon einen ganz wichtigen Hinweis darauf, wo kommt das ätherische Öl eigentlich her. Also, wie kannst du rausfinden, wie rein das ätherische Öl ist, was du verwendest? Erstens, mach den Riechtest und vergleiche das ist dieselbe Pflanze von verschiedenen Herstellern. Hier ist übrigens auch noch wichtig, was ist der lateinische Name der Pflanze, die da drin ist, weil von vielen Firmen wird gar nicht die ursprüngliche Pflanze verwendet, sondern irgendein Hybrid oder irgendeine Unterart, die dann gar nicht die ganzen Vorteile hat wie die ursprüngliche Pflanze. Also erstens, rieche an dem Öl und vergleiche die gleiche Pflanze von verschiedenen Herstellern. Zweitens, mach den Papiertest und guck dir an, ja, ist da irgendwas Fettiges mit drin, ist das rein destilliert oder kann ich damit durchaus duftende Post verschicken und das mal gegen das Licht halten. Und drittens, schau dir an, wo die ätherischen Öle wirklich herkommen. Wie du auf die Farm kommst und wie du sogar eingeladen wirst auf die Farm. Ich bin hier auf die Okinawa Farm eingeladen und ich liebe das. Ich habe viele Trips auch schon gemacht, Roadtrips mit meinen Freunden, Abenteuertrips zu den verschiedenen Farmen und wie auch du das machen kannst, das zeige ich dir gern. Kontaktiere mich einfach über meine Website lebeduften.de, da kannst du dir auch die reinsten ätherischen Öle des Planeten bestellen, genau von solchen Farmen hier. Und ich freue mich, von dir zu hören, ich freue mich, dir auf deiner Reise zur natürlichen Wellness mit ätherischen Ölen weiterzuhelfen. Alles Liebe und wir hören uns.